Moin Leute, hier ist wieder euer Micha und es geht weiter mit dem Ford GT40 und zwar mit einer Doppelausgabe und zwar Ausgabe 31 und 32. Schauen wir mal kurz in die 31, weil das ist relativ interessant, weil zack, und zwar jetzt um ein Ford Mustang, den MK1, sogenannter Fastback, ein Baujahr 68, Le Mustang GT, zumindest wird er so als Le in Frankreich so genannt, in Rotversion. Hier nochmal der Mustang Boss 351, auch Mach 1 genannt. Hier nochmal ein schönes Abbild davon. Hier ein Mustang als Limousine mit Kofferraum. Das wollte ich euch mal nochmal zeigen. Hier geht es auch nochmal, hier wird der Motor eingebaut. Heutzutage geht das alles anders. Wird von unten eingebaut, zack und fertig. Hat sich auch erledigt dann. Hier haben wir noch mal einen Mustang. Hier ist es der Mach 1 von 1971. Aha, das heißt also, der Mustang hier, dieser Boss 351, hieß dann entsprechend Boss 351 und dann kam erst 1971 der sogenannte Mach 1 mit 7 Liter. Alter Schwede, das Ding hat mit Sicherheit 25, 30 Liter verbraucht. Aber egal, Hauptsache Hubraum, das ist wichtig. Ja, und dann bekommen wir hier in der Ausgabe einen Überrollbügel. Deswegen mache ich eine Doppelausgabe, weil halt nicht ganz so viel zu bauen ist hier in dem Überrollbügel. Und das wäre dann die 31. Die 32, da gibt es nicht allzu viel zu sehen. Da haben wir auch wieder hier den Phil Hill, der des Öfteren Champion geworden ist. Und die Seiten lassen sich hier nicht umblättern. So. Hier noch ein paar Abbildungen, hier wieder eine Zigarre von Ferrari 156, nannte der sich, Monaco, Grand Prix in Monaco 1961. Dann hier wieder ein, wie heißt der, auch wieder hier dieser Phil Hill, 1967, auch wieder mit diesen riesen Flügeln. Also was man sich da hat einfallen lassen, um auf dem Heck entsprechend Abtrieb zu bekommen, ist schon ordentlich. Ja, und hier haben wir jetzt den Lautsprecher, dann haben wir hier den Batteriefach und nochmal ein Deckel für den Tank und die ganze Bauanleitung. Gut, kurzer Kameraumbau und dann legen wir los. Fangen wir mal an mit der Ausgabe 31, das ist der Überrollbügel hier. Leider ist der aus Kunststoff, ich hätte mir den aus Metall ganz gerne gewünscht. Und der wird jetzt hier vorne in diesen Öffnungen hier mit einfach nur grundsätzlich eingeklickt. Wenn er sich einklicken lässt. So, da ist er drinne. Und einmal hier noch auf die andere Seite. Dann ist er schon mal drin. Das war relativ einfach. Und der Bügel hier, da haben wir hier eine runde Öffnung und hier haben wir vorne ein Viereck. Hoffe, kann man so einigermaßen sehen. Und das haben wir hier auch. Hier vor hinten ist eine runde Version und hier haben wir eine eckige Version. Und das kommt dann, oder habe ich jetzt geirrt? Nee, stimmt, andersrum. Okay, schön blamiert. Hier hinten kommt die Halbrunde rein und hier vorne kommt das andere vom Überrollbügelteil rein. Das war Ausgabe 31. Das war einfach kurz und schmerzlos. Und jetzt kommen wir zur nächsten Ausgabe. Da wird schon wieder ein bisschen mehr gebaut. Wie gesagt, da haben wir den Lautsprecher und wir müssen dann entsprechend an das Karosserieinnenteil ran. Und zwar, jetzt werde ich euch erstmal die Teile zeigen.
die wir hier haben. Wir haben hier als erstes erstmal die, was haben wir hier, FP01 Schrauben. Dann haben wir hier den Tankverschluss, genau, Tankoberteil vom Öltank, vom Benzintank. Das sehen wir dann gleich nochmal. Dann haben wir hier den Lautsprecher drin. Der ist hier schön eingepackt. So eingepackt, dass man nicht rankommt. So. Und hier haben wir das Batteriefach. Und natürlich nochmal einen zusätzlichen Halter für den Lautsprecher. Dann holen wir jetzt erstmal die Schrauben raus hier. So, FP01 Schrauben haben wir raus. Und als erstes kommt hier hinten, oder noch ein bisschen näher. Hier kommt von der Rückseite das Batteriefach rein. Und zwar in umgekehrter Reihenfolge, sprich so rum. Hoppala, nein. Und zwar so rum. So kommt das Batteriefach rein. Hier haben wir jetzt zwei Öffnungen und zwei so eine Schnurpsels. Und das Batteriefach wird dann mit FP01 Schrauben zwei Stück verschraubt. Haben wir hier. Muss dann gleich mal gucken, was da für Batterien reinkommen. Das habe ich noch nicht richtig nachgucken können. Auch noch nicht gelesen, wo das drin steht, welche Batterien da reinkommen. Vielleicht finden wir das ja auch noch. Ne, steht nichts drin hier. Aber vielleicht weiß ja einer, der noch schon ein bisschen weiter ist, was da für Batterien reinkommen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir mal weiter. Gut, jetzt brauchen wir den Lautsprecher. Der Lautsprecher kommt jetzt hier mit rein. Hier wird der Lautsprecher verarbeitet. Und zwar andersrum, so rum. So wird der Lautsprecher eingesetzt, damit die Kabel hier drüber wegkommen. Und dann wird dieser Halter, haben wir ja auch wieder so eine Nasen hier, die kommen jetzt dann hier drüber. Und das Ganze wird auch wieder mit FP01 Schrauben, das sind ja die einzigen, die wir haben, wird das befestigt. Und dann ist der Lautsprecher auch schon verarbeitet, auch drinne. Jetzt drehen wir das Ganze um. Und hier kommt jetzt der Tankverschluss hier mit drauf. Ah, und zwar ist das der Batterieverschluss. So rum wird das gemacht. Zack, der wird einfach was drauf gedrückt. Und da kommen dann später die Batterien rein. Wie gesagt, hier rein, müssen wir mal gucken, was da wie gesagt reinkommt. Ich habe das leider, steht das hier irgendwie nicht drin. Was da für Batterien reinkommen, das ist natürlich ein bisschen schlecht. Das steht hier nicht, aber vielleicht ist es ja in der nächsten Ausgabe mit bei, dass man weiß, was da für Batterien reinkommen. Dann sind wir auch eine Runde schlauer. Wie gesagt, vielleicht habt ihr eine Idee oder weiß die Leute, die schon halt weiter sind, können mir dann vielleicht sagen, welche Batterien reinkommen. Gerne in den Kommentaren schreiben. Und dann kann ich welche organisieren. Ausgabe 31, 32 auch verbaut, erledigt. Ausgabe 31 war der Überrollbügel, der einfach nur eingeklipst und eingesteckt wurde. Dann haben wir das Batteriefach
auf der Rückseite eingebaut, den Lautsprecher eingebaut und die Abdeckung für Batteriefach. Sprich, das ist entsprechend irgendwie, glaube ich, noch ein Tank zusätzlich. Da kommen dann halt später hier noch Leitungen mit dran. Das muss man dann halt auch sehen. Ja, wieder mal eine Doppelausgabe, weil sehr viel war ja wieder nicht zu tun. Leider ist es bei dem Ford so. Möchte ja eine schneller schrauben. Was heißt schneller schrauben? Auf jeden Fall mehr schrauben wäre ganz schön. Aber dann sehen wir halt weiter bei den nächsten Ausgaben. Nämlich die Ausgabe 33 kommt. Gucken wir, ob wir da auch noch wieder eine Doppelausgabe machen oder eine Einfachausgabe. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.